Guten Morgen. Ich wende mich heute mit einer Bitte an euch und es geht um Lebensmittelverschwendung und es geht um einen Fall in Aachen, der positiv für zwei Betroffene geendet hat, aber der die Grundproblematik in Deutschland nicht in Frage stellt. Kurz zum Thema, was allgemein damit gemeint ist. Es geht um das Containern. Es ist in Deutschland strafbar, wenn man sich aus der Mülltonne eines Supermarkts bedient. Die Lebensmittel werden zwar weggeschmissen, aber sie dürfen trotzdem nicht genommen werden. Total widersinnig, eine absolute Lebensmittelverschwendung und in meinen Augen absolut zu verurteilen. Weil in anderen Bereichen dieser Erde wird gehungert und wir schmeißen die Lebensmittel weg. Das darf einfach nicht sein. Es gab eine Petition. Es ging darum, dass zwei Menschen in Aachen vor Gericht standen, die Lebensmittel aus einer Mülltonne entwendet haben und deshalb ins Gefängnis sollten und eine Geldstrafe bezahlen sollten. Da gab es eine große Petition, 127.000 Unterschriften wurden auf change.org gesammelt und das Gericht hat letztlich entschieden im Einzelfall, dass diese Menschen nicht verurteilt werden. Aber das Problem besteht nach wie vor und der Petitionsausschuss von unserem Bundestag, der ist der Meinung, dass das nicht ausreicht bisher, um dass man darüber debattiert. Die einzige Möglichkeit, die wir haben, ist, und deswegen auch meine Bitte an euch, dass wir direkt bei E-Petition auf der Bundestagsseite unterzeichnen und gegen diese absolut sinnlose Lebensmittelverschwendung aufstehen. Und nicht einfach nur sagen, ja, das sollte man nicht machen, sondern tatsächlich etwas tun. Wir brauchen bis zum Ende des Jahres 50.000 Unterschriften. Das ist gemessen daran, dass wir 127.000 Unterschriften auf change.org gesammelt haben. Zwar klingt nicht so viel, aber wir haben nur noch bis 31.12. Zeit. Und von daher, bitte, ich habe selber schon unterschrieben, natürlich, ich habe das an meine Freunde auch schon persönlich weitergegeben, ich werde das auf Facebook teilen, macht dies auch. Wir müssen unbedingt diesen Irrsinn ein Ende bereiten. Es muss möglich sein, Lebensmittel, die sonst weggeschmissen werden würden, dass man diese, so denn der Supermarkt diese in einem öffentlichen Raum zur Verfügung stellt, das bedeutet, dass er das nicht abschließt, dass es straffrei möglich ist, diese Lebensmittel zu nehmen, was Müll ist. Ich bitte euch von ganzem Herzen, da wirklich mich und alle anderen mit gesundem Menschenverstand zu unterstützen, damit es eben nicht mehr dazu kommt, dass Menschen, die gegen Lebensmittelverschwendung eintreten, indem sie diese Lebensmittel retten, vor Gericht kommen und eventuell Gefängnis oder Geldstrafen bezahlen müssen. Bitte stoppt diesen Irrsinn. Ich habe euch unten einen Link gegeben zu den E-Petitionen, zu dieser Webseite. Könnt ihr ganz einfach unterschreiben, Mailadresse angeben, genau wie ihr das bei anderen Petitionen auch macht oder Petitionsseiten wie change.org und ja einfach wirklich etwas tun. Mittlerweile haben wir die Möglichkeit, aus unserem Sessel die Welt zu verändern. Ich weiß das mehr als, oder ich habe das mehr als jeder andere erfahren durch eure Rückmeldung und aber jeder von uns kann etwas tun und diese Petitionen, die direkt beim Bundestag landen, das ist eine wunderbare Option und Möglichkeit für euch auch etwas zu tun. Und bitte geht denen nach und stoppt die Lebensmittelverschwendung. Wir sehen uns morgen wieder, euer Christian.